wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und mich an der Kameramann, freut sich wieder dabei zu sein. Genau. Ganz natürlich, Osterstimmung und hier ist sie. Eine Deko-Idee für draußen, kommt bei uns auf die Terrasse mit 4 Stücken Draht, ganz viel Ästen und Natur auch aus dem Garten, ihr Lieben. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Das habe ich mir heute nämlich gegönnt und zwar hier, guck mal Micha, die Schachbrettblume. Ich mag die total gerne, sie kann ein bisschen Frost ab und da die Deko heute bei uns auf der Terrasse ist und ziemlich geschützt, kann die glaube ich raus. Gemeinsam mit dieser Wildtulpe finde ich auch total schön, die kann auch so um die bis minus 5 Grad ab. So. Dann geht es hier weiter mit der Klematis. Die hast du, glaube ich, im Spätsommer geschnitten, oder? Ja, ziemlich spät. Herbst, ja. Ja, genau, zum Herbst hin. Und die war bei uns im Schuppen, die ist richtig gut getrocknet. Dann eben gerade geschnitten habe ich nochmal hier Rosmarin und tatsächlich noch alten Salbei vom letzten Jahr. Was ich nicht geschnitten habe, sind die Kätzchen, die habe ich gekauft vor ein paar Tagen. Und was ich vom Floristen bekommen habe, das ist der Thymian. Wir haben den auch im Garten, aber der ist kürzer, auch wunderbar. Aber das ist natürlich perfekt, dass ich hier so einen Langthymian bekommen habe. Dann habe ich hier das Moos, wieder eine Schale gerade ausdekoriert. Da habe ich das trockene Moos und darunter nasses Moos. Unten habe ich noch Heu und Birkenreisig und so ein paar Äste. Ihr könnt aber für diese Deko alles nehmen, ja, was biegsam ist. Das ist auch Lärchenzweige sind super oder Knöterich und. Efeuranken sind auch toll, aber wir haben hier jetzt unsere Klematis. Und die Klematisranke, da habe ich mir jetzt mal eben hier so ein Stück entworren und habe mir jetzt praktisch nur die so zum Kreis einmal gedreht beziehungsweise so in die Hand gelegt und die Äste kann man jetzt hier wunderbar einfach, indem man die hier immer rundherum legt, richtig schön einschlingen und das werde ich mal machen. Ich gucke jetzt einfach noch mal, ob ich hier jetzt so einzelne Teile finde. Ich denke, diese ist auch noch sehr, sehr schön und auch die lege ich mir jetzt hier so ran und werde die hier in diesen Kreis einfach zwischen die Äste stecken und genau, die andere Seite, ich glaube, die geht hier zur anderen Seite hin. Die kann ich jetzt hier rumlegen und schlinge mir das einfach so rein. Das ging bis jetzt hier alles super flott ohne Draht. Wenn es nicht so gut hält oder die Äste ein bisschen kürzer sind oder ranken, dann könnt ihr die natürlich wunderbar mit Draht fixieren, damit das super hält. So, und ich gehe jetzt hier auch nochmal rum, hier wo ich meine Hand hatte. Da nehme ich jetzt wirklich einfach hier nur den ganz stinknormalen Bindedraht, verzwirbel mir das nur einmal, damit das wirklich hier einmal nur zusammen wunderbar hält und stabil ist. Und hier drücke mir den Draht nochmal so ein bisschen rein. Dann kann man den wirklich nochmal ja, lockerer so in die Hand nehmen und man kann das doch besser hier miteinander verzwirbeln. Und
den ganzen Rest, den ich jetzt hatte von der Clematis, habe ich mir jetzt hier nochmal so zu einem kleinen Kranz gebunden, beziehungsweise ebenso wie den anderen. Nur hier ist es jetzt leider nicht so groß geworden, beziehungsweise doch ein bisschen kleiner. Ich habe mir das hier jetzt auch nochmal mit dem Draht fixiert und möchte mir das noch ein bisschen hier in Position drücken. Und ich probiere das nochmal eben aus. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn die Äste so ein bisschen knacken. Da passiert ja nichts und verzwirbeln mir das nochmal eben. Jetzt gucken wir einfach mal. Da er wirklich ein bisschen kleiner. Ich wollte ihn eigentlich schräg da durchstecken. Jetzt gibt es einen Plan B. Da er jetzt ein bisschen kleiner ist, werde ich den kleineren hier mit dem größeren Ring miteinander verbinden, indem ich hier jetzt mir, ich würde mal sagen, so 3-4 kleine Drahtstückchen abmache und die hier wirklich nur mit den Ästen einmal fixiere. Und jetzt habe ich die beiden einfach miteinander verbunden. Das sieht jetzt ein bisschen wehr aus, aber wir haben hier jetzt schon mal eine super Basis. Und jetzt nehme ich hier meinen Birkenreisig, den hatte ich nämlich auch in der Glasschale dekoriert. Und auch den stecke ich mir jetzt hier einfach in die Äste rein und lege mir das hier rum. Leider habe ich gar nicht so viel Birkenreisig, weil das ist natürlich super, um das jetzt hier als Basis mit reinzumachen. Der ist super flexibel und ja, den kann man natürlich als Nest wunderbar verwenden. Oder hier stecke ich das in die andere Seite rein, den Birkenreisig. Und auch hier zwirbel ich mir das richtig schön einmal durch und rum bis nach oben hin. Auch hier habe ich jetzt auch noch mal richtig schön Birkenreisig. Auch das lege ich mir jetzt hier rein. Versuche, dass die Äste hier unten sind ein bisschen dicker. Die sind natürlich nicht so flexibel, aber egal. Wir wollen es ja super natürlich haben. Es kann ja brechen, das ist ja nicht schlimm. Und auch das wirbel ich mir rum und auch hier um das andere Birkenreisig. Und das hält wunderbar. Also bis jetzt habe ich hier jetzt noch keinen Draht gebraucht. Wenn man aber merkt, dass das nicht so gut hält, ist das natürlich perfekt, den Draht damit einzuarbeiten. Das sind Weidenäste, die sind tatsächlich vom letzten Jahr Ostern. Auch die waren im Schuppen und die werde ich mir jetzt hier unten als Basis auch nochmal richtig schön mit reinlegen. Die sind relativ trocken, also normal, wenn man die schön in der Feuchtigkeit oder draußen hat, sind die auch super flexibel. Also die waren jetzt wirklich super eingetrocknet und auch die stecke ich mir hier mit rein. Hier, die waren mir zu dick und zu trocken, die sind auch gebrochen und hier die Lärchenzweige sind auch relativ trocken. Auch die kann man super brechen gerade. Ich möchte die aber gerne mit einarbeiten und ich werde mir die hier unten jetzt die Äste einfach nochmal so als Kreuz da reinstecken. Das ist ein Werfer, oder? Ich habe einfach wirklich alle Äste, die wir jetzt hier haben, die habe ich jetzt hier mit eingearbeitet und dann sind sie gebrochen und ich versuche jetzt wirklich, das hier mit reinzukriegen. Und ich werde jetzt hier einfach mal eben das feuchte Moos nehmen oder relativ feuchte Moos und mir hier, wo die Äste, ich habe die einfach nur so quer reingesteckt, da könnt ihr ruhig mal ein bisschen mit rumspielen, dass man hier wie in so einem Boden praktisch, da einen kleinen Boden hat und jetzt schon mal das Moos darauf legen kann. Und es ist eine Outdoor-Deko. Es soll nachher auch so einen Baum stumpen und dann passt das natürlich wunderbar. So, und ich lege mir jetzt hier unten das schon mal mit Moos aus. Und hier haben wir sogar noch das trockene Polstermoos. Das kann man hier jetzt auch so, finde ich, ganz gut mit der grünen Seite so nach außen. Oder man könnte es auch so, wenn man von oben rauf guckt, ist es eigentlich auch sehr niedlich. Und ich werde jetzt diese ganzen unterschiedlichen Moossorten werde ich hier jetzt schon mal ein bisschen mit einarbeiten. Hier habe ich gemerkt, da fehlte noch ein kleiner Ast. Da habe ich jetzt einfach nur mal so einen Korkenzieherhasel mit reingemacht. Und hier stecke ich jetzt auch noch mal ein bisschen Birkenreisig rein, verzwirbel mir das hier in dem Nestchen einfach mit, damit wir eine Basis kriegen.
Polstermoos habe ich hinten rausgenommen, habe ich mir hier doch ein bisschen mit in die Mitte reingelegt. Und jetzt nehme ich hier praktisch den Salbei und werde mir den hier jetzt in die Äste noch mit reinstecken. Und der Thymian, wunderbar. Das duftet aber auch schon wieder hier alles fantastisch. Und das ist jetzt natürlich wirklich klasse, dass der hier ein bisschen länger ist, weil den können wir jetzt hier auch noch mal mit in die Äste reinlegen. Und jetzt bekommen wir hier noch mal so eine ganz, ganz tolle natürliche Farbgebung. Und den stecke ich mir hier einfach noch mal durch die Äste. Das ist wirklich so ein richtiges Spiel mit den Ästen, wie man sie miteinander verzwirbeln kann und wie einem das auch gefällt. Also wie gesagt, manche mögen es gerne ein bisschen höher. Dann kann man gucken, wie man die Höhe da reinkriegt. Manche mögen es gerne tief oder ja, manche denn doch ein bisschen wehr. Ich mag dieses Natürliche immer sehr gerne, wenn es doch ein bisschen wehrer ist. Und ich habe das hier jetzt ein bisschen höher gemacht mit den Thymian und werde jetzt hier den Rosmarin noch mal unten reinstecken. Ich denke, ja, den Salbei hätte ich doch zum Schluss vielleicht reinstecken können. Aber gut, man lernt ja immer dazu. Und auch den Rosmarin, den arbeite ich hier jetzt noch mal mit ein. Alle Kräuter sind drinne und jetzt kommen natürlich hier die Kätzchenzweige. Das Schönste kommt immer zum Schluss. Was heißt das Schönste? Sind alle schön, aber ja, die geben jetzt noch mal, ja, ich finde bei Kätzchen, da weiß man, das ist Osterzeit und die sind auch super biegsam. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich wunderbar mit in das Nestchen eindekorieren, reinstecken und natürlich auch Höhe. Also ich muss sagen, das ist wirklich heute eine Herausforderung mit diesen ganzen getrockneten Ästen. Aber ich wollte die weghaben jetzt definitiv, so ein Nestchen zu bauen. Und das mit ja, 3 Stücken Draht haben wir gebraucht, 4 Stücken Draht. Und ich werde jetzt die Kätzchen hier einmal, guck mal, das ist doch eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir die hier so richtig schön quer rüber machen. Und das gefällt mir auch super gut. Aber bevor wir das jetzt hier quer rüber machen, nehmen wir natürlich die Pflanzen. Die Schachbrettblume, finde ich, passt natürlich hier hinten in die Mitte super, super rein. Und ich habe sie jetzt hier ganz leicht aus dem Topf genommen und breche nur ganz leicht mir das Wurzelwerk auf und werde sie auch gleich richtig schön nochmal mit Moos ein bisschen stabilisieren und bedecken. Und die Wildtulpen, auch die werde ich jetzt aus dem Topf nehmen, ein bisschen Erde befreien. Die kleinen Wildtulpen habe ich jetzt von der Erde befreit und stecke mir die hier vorne in das Moos ganz vorsichtig rein. Guck mal, wie wunderschön diese Blüten sind. Und das sind viele verschiedene einzelne Zwiebeln. Man könnte sie auch auseinandernehmen, sich ein bisschen hier überall rein dekorieren. Aber ich finde das so in diesen Gruppen wunderbar. Und auch hier werde ich jetzt vorne die kleinen Tulpen, guck mal, und dann haben wir die hier einmal in Reihe und Glied vor der Schachbrettblume. Und jetzt nehme ich das feuchte Moos und verkleide mir das ein bisschen. Und ich finde das, also dadurch, dass es wirklich nur mit Natur ist, guck mal, das ist doch komplett wunderbar ausdekoriert. Das ist wie ein Schmuckstück, oder? Ja, das finde ich toll auch. Finde ich auch. Also gucken wir einfach mal, dass wir da richtig einen schönen Platz finden, gleich auf unserer Terrasse. Und ja, mit diesem Kätzchen hier habe ich jetzt gerade, stecke ich mir hier noch ein bisschen rein, damit das hier nicht so rausrutscht. Und das werde ich hier jetzt auch noch mal so darum legen. Gefällt mir. Und dir, Micha? Ja, sehr schön. Das sieht richtig gut aus. 4 Stücken Draht. Das haben wir richtig gut, ja, ging schnell und gut gesteckt. Und was ich noch viel cooler finde, dass das wirklich Äste sind, die fast ein Jahr alt sind und nicht draußen waren, die wirklich trocken waren. Und es funktioniert trotzdem. Man muss einfach nur mal ein bisschen gucken und rumspielen. Und gerade das hat unheimlichen Spaß gemacht. Und wie gesagt, 4 Stücken Draht, nur gesteckt, 3 kleine Pflanzen und komm, da wir ja Ostern haben, finde ich, wir haben noch 2 Gänseeier
Und die können wir doch wirklich hier einfach mal mit reinlegen, weil gerade hier diese wunderbare, ja, schneeweiße Blüte der Wildtulpe und guck mal, wie wunderschön gelb das da drin ist. Also gefällt mir wirklich richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Polstermoos hatte ich wieder rausgenommen, fand ich nicht so optimal. Und wir werden einen Baumstumpen nehmen und den hier auf die Terrasse stellen und uns daran erfreuen. Und es gefällt uns, oder? Sehr schön, richtig toll. Ja, das war mein Experiment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen was, nur eine Idee gehabt und ich wollte unbedingt die alten Äste verwerten. Ein paar sind noch übrig geblieben, aber ja, uns gefällt es. Wir holen jetzt den Baumstumpen hier auf die Terrasse und dann kommt das hier gleich und bekommt einen geschützten Platz. Und ihr Lieben, wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute wieder inspirieren konnten. Genau, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch und folgt uns auf Pinterest, Facebook und Instagram. Da kommen immer kleine Highlights und guckt hier unten in der Videobeschreibung auch Dekoartikel findet ihr, die wir immer wieder mal verwenden, bei uns auf der Webseite. Genau, ihr Lieben, es hat wieder unheimlich viel Freude gemacht, ganz natürlich heute mit und für euch zu dekorieren. Ich umarme euch ganz doll und wer noch? Euer Micha umarmt euch auch ganz doll. Genau. Und wir bedanken uns nochmal für das super Feedback, die tollen Kommentare und dass ihr einfach diesen Content so macht, wie er besteht. Also ihr Lieben, bis dann, eure Conny. Euer Micha. Tschüss. Tschüss. Listen to me as I say.